Jo, ich begrüße euch zurück. Wir finden sich noch immer in den Tempel. Aber zwei Doppeltüren. Ja, aber der Wächer, haha. Also okay, im Prinzip wurscht. Das sagt er. Dan suchte, bis er die einzige Person fand, die ihm in einer solchen Lage helfen konnte. Ja, das ist gestern auch schon gesagt, habe, oder? Einmal links oder rechts? Ja, eigentlich war es eh wurscht. Dieses Orakel ist völlig plemplem. Na, Mr. Schüchtern, und du bist? Das Orakel der Schatten. Freut mich. Ich bin der Allerhöchste. Du bist Daniel Murray, Schreiber sportlicher Heldentaten, Autor von Heldentaten in Schlafzimmern. Du versuchst mit aller List Kromhaars Collier zu ergattern. Das wird sie dir nie geben. Deine einzige Möglichkeit besteht darin, Kromhaar wieder ins Jenseits zu befördern, das sie niemals hätte verlassen dürfen. Kapiert. Wie soll ich es anstellen? Du wirst aus dem Buch der Toten lesen. Faszinierend. Ist es sehr lang? Sehr gefährlich. Sogar für einen Schreiber. Wenn du die Hieroglyphen falsch liest, kann die Prozedur das Gegenteil bewirken und die Hölle in diese Welt bringen. Unermessliche Kataklysmen, endloses Verderben. Ich werde deine Kenntnisse prüfen. Du wirst mir 8 Hieroglyphen bringen. Nicht 7, nicht 9, sondern 8, sprach das Orakel. Mit ihnen werde ich dich einer Prüfung in ägyptischer Syntax unterziehen. Solltest du sie bestehen, bringe ich dich zum Buch der Toten. Jetzt sollte man natürlich wissen, was Hieroglyphen sind. Wir haben bereits 2. Und zwar das mit dem Stab da. Das da. Und das mit dem Dolch. Das da oben. Ja, das da so. Das da. Und das da. Und gegebenenfalls aber auch bei der Pyramide. Aber da sind einmal das erste. Und das zweite, also der Dolch da oben, das. Beim Stab, das da oben, das sind die. Der erreicht nicht mal die Länge meines Schlägers ohne Griff. Hat aber auch seinen Charme. Hieroglyphen, das heißt. Mir fällt keine einzige Sportart ein, bei der man Dolche benutzt. Und die Pyramide hat. Sie braucht kaum Platz. In der Luft wirkte sie größer. Hat eigentlich auch. So, er weiß, also, das Orakel möchte von uns also 7 so Hieroglyphen haben. Das heißt, er weiß ja bereits, ja, also das Buch der Toten, also, 8 Hieroglyphen, du hast ja eigentlich eh schon 7, ne? Ja, in dem Sinn. Ein Geschenk von Kromhaar, als Dank für meine Aufmerksamkeiten. Die Ente, ja, 1, 2, 3 und die 4. Ja. Eines fehlt da, ne? Praktisch, ne? Und das heißt, ein hast du eigentlich schon. Das heißt, du hast die Ente, 1, 2, 3 und die Pyramide, das sind eigentlich 4. So ist eigentlich richtig. War eigentlich von mir Schwachsinn, jetzt was ich erzählt habe. Also du brauchst insgesamt 8 Hieroglyphen. Das ist übrigens eine Fernbedienung. Die Ente hast, den Stab, das du da oben hast,
den Dolch und die Pyramide ergeben siebene. Eines fehlt dann auch. Cool. Das heißt, wir hören da jetzt immer. Da werden wir da mal das Hotspot einschalten. Sehen das dort? Notausgangsschild. Witzig ausgedachte Zeichnung. Ja. Entweder irre ich mich gewaltig, oder das ist eine Hieroglyphe. Das lässt sich nicht von Hand ablösen. Oh, Scheiße. Das wäre dann mal kurzfristig. Sowas konnte ich schon immer gut. Als Kind hatte ich mein Zimmer voller Straßenschilder. Den Dolch ein bisschen in Mitleidenschaft ziehen. Notausgang? Erinnert mich eher an einen Hockeytorwart. Bisschen sarkastisch ist. Und diese Dinge übergibst du jetzt eben dem Havara. Du wolltest Symbölchen haben? Da hast du sie. Hier hast du zwei. Nicht zwei, sondern eine. Die Ente ist eine Hieroglyphe, aber das auf der anderen Seite ist nur eine Zeichnung. Man kann es fühlen. Okay. Die Münze haben wir ja schon gegeben, ja. Das heißt, den Grumpstock. Du wolltest Symbölchen haben? Da hast du sie. Da hast du eine. Dann die Pyramide. Du wolltest Symbölchen haben. Da hast du sie. Vier mit einem Schlag. So bin ich eben. Und zu guter Letzt dann noch der Dolch. Du wolltest Symbölchen haben. Da hast du sie. Da hast du eine. Ob Partner dann verliest das Notausgangsschild. Du wolltest Symbölchen haben? Da hast du sie. Da hast du eine. Acht Hieroglyphen sehen meine Augen, sprach das Orakel. Nicht sieben, nicht vier, nicht drei und nicht. Können wir das nicht abkürzen? Zwei. Jetzt wirst du dich endlich den fünf Fragen in ägyptischer Syntax stellen. Nicht eine und nicht neun, nicht. Warum siehst du mich so an, Schreiber? Komm endlich zum Punkt. Na denn, fangen wir an. Erste Aufgabe: Zeig das Hauptverb im folgenden Satz. Also gut. Es ist natürlich ein Wahnsinn, das ist eine Beschreibung. Das war der Notausgang. Das ist eine Schlange, das ist ein Auge, das ist ein Wirbelwind. Oder Zielscheibe auch genannt, da. Ente. Und ein Weibsbild im Profil mit Hörnern. Das ist da. Wahnsinn eigentlich. Gut. Wir müssen eine Bezeichnung herausfinden. Zwei, vier, sechs. Ja. Das heißt, die Ente. Mm.
Das heißt, die Ente. Die Ente. Schlecht. Katastrophale Antwort. Du wirst die Prüfung wiederholen, wenn du dich besser vorbereitet hast. Okay. Mein halbes Gehalt, dass es bei der Syntaxprüfung irgendwo einen Trick gibt. Und die andere Hälfte, dass ich ihn finde. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeig das Hauptverb im folgenden Satz. Das Hauptverb. Das Notausgangsschild. Das Not. Nicht schlecht. Zweite Aufgabe, zeig den Akkusativ im folgenden Satz. Uppala. Schlange. Schlange war es nicht. Die Ente war es auch nicht. Das kaputte Auge war es auch nicht. Die Zielscheibe schon gar nicht. Das Vibes. Gut. Eine kluge Wahl. Dritte Aufgabe. Welche Hieroglyphe bezeichnet den Kern des Subjektes in diesem Satz? Die Schlange kann es aber nicht sein. Das kaputte auch, oder? Die Zielscheibe. Fehler! Ich werde dich nicht. Du hast. Okay. Ich bin bereit. Erste Aufgabe: Zeig das Hauptverb im folgenden Satz. Also das ist jetzt immer die Ente. Die Ente. Hinfort mit dir! Prüfung nicht bestanden. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeig das Hauptverb im folgenden Satz. Das Verbsbild mit Hörnern. Das Vibes. Was für eine Antwort ist das denn? Durchgefallen. Du hast erstmal gewonnen, aber irgendwo gibt es einen Trick und den finde ich. Den finde ich auch heraus. Das Schwede. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeig das Hauptverb im folgenden Satz. Die Zielscheibe. Die Ziel. Schlecht. Komm später wieder. Ja, es ist gar nicht so einfach. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeig das Hauptverb im folgenden Satz. Scheiße, die Ente kommt jetzt natürlich jetzt nicht vor. Die Schlange. Die Schlange. Katastrophale Antwort. Durchgefallen. Du hast erstmal gewonnen, aber irgendwo gibt es einen Trick und den finde ich noch. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeig das Hauptverb im folgenden Satz. Die Ente. Die Ente. Schlecht. Katastrophale Antwort. Du wirst die Prüfung wiederholen, wenn du dich besser vorbereitet hast. Okay. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeig das Hauptverb im folgenden Satz. Es wäre normalerweise die Schlange. Die Schlange. Fehler. Ich werde dich nicht zum Buch. Du hast erst. Ja, Schnucki, beruhig dich. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe, zeig das Hauptverb im folgenden Satz.
Schlosshündchen. Das kaputte Auge. Die Krumm. Hinfort mit dir. Prüfung nicht bestanden. Okay. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe. Zeigt das Hauptverb im folgenden Satz. Also gut, das Hauptverb. Das Kap. Was für eine Antwort ist das denn? Durchgefallen. Du hast erstmal gewonnen, aber irgendwo gibt es einen, den finde ich. Ja, ich finde ihn auch noch. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe. Zeigt das Hauptverb im folgenden Satz. Also gut, das war das Notausgangsschild. Das Not. Schlecht. Komm später wieder. Mua. Bussi. Bussi. Schnacksi. Mua. Erste Aufgabe. Zeigt das Hauptverb im folgenden Satz. Oh, das sind sie ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie sie das anhört. Die Schlange kommt natürlich nicht vor, egal. Die Schlange kommt nicht vor, die Ente kommt nicht vor, das heißt, die Zielscheibe kommt nicht vor. Das heißt, das kann jetzt eigentlich nur sein. So, jetzt passen wir mal kurz auf. Bausparer 1974, so blöd kann es gar nicht sein. Dass ich blöd bin, okay. Die Zielscheibe ist nicht dabei. Die krummen Striche sind da. Der Notausgang ist nicht dabei. Das kaputte Auge ist nicht dabei. Das Weibsbild mit Hörnern ist dabei. Und das Schoßhündchen ist dabei. Das heißt, es können jetzt eigentlich nur die krummen Striche oder das Schoßhündchen sein. Die Krumm. Katastrophal. Ah. Durchgefallen. Du hast erstmal gewonnen. Okay, ich bin deppert. Ich bin deppert. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe. Zeigt das Hauptverb im folgenden Satz. So, was ist dabei? Die Schlange ist dabei. Das Hühnchen ist nicht dabei. Das Hühnchen ist nicht dabei. Das Hühnchen, die Zielscheibe. Ist dabei. Die krummen Striche waren dabei. Die Schlange ist dabei. Schlecht. Katastrophe. Okay. Ich bin bereit. Her mit der Prüfung. Erste Aufgabe. Zeigt das Hauptverb im folgenden Satz. Das Notausgangsschild. Das Weibsbild. Ach, ich bin ein Trottel. Ich bin ein Vollkoffer. Ich hab da jetzt eine Vermutung.
über Vermutung, aber es ist nur eine vage Vermutung. Und zwar folgendes, das heißt hier 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Weil der Notausgang ist es auf 1, der Blödsinn. Die Ente ist ja gar nicht da, das Weibsbild auch nicht. Die Zielscheibe wird da ganz am Schluss. Das Schoßhündchen ist das da. Die einzige Hieroglyphe, was mit dem Unterarm da zusammenpassen würde, wäre die Schlange. Das heißt 2, 4, 5. Also das heißt 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das werden wir jetzt probieren. Die Schlange. Nicht schlecht. Zweite Aufgabe. Zeigt den Akkusativ im folgenden Satz. Die Ente. Zielscheibe. Das Kupon, ja, so ist es. Ja, so ist es. Also die Ente auf Position 1, die Zielscheibe wäre allerdings Position 2, das kaputte Auge, Position 2, hier 5, Schoßhündchen nicht dabei, Weibsbild auch nicht, Notausgang 2, also bleibt nur die Ente. Die Ente, gut, eine kluge Wahl. Dritte Aufgabe, welche Hieroglyphe bezeichnet den Kern des Subjektes in diesem Satz? Das heißt, die krummen Striche, das Weibsbild, das da, weil auf 1 wäre die Zielscheibe, auf 2 wäre das kaputte Auge, auf 3 wäre das Notausgangsschild, auf 4 wäre das Schoßhündchen, 5 wäre das Weibsbild, ja, ja. Das Weibs. Gut. Weder exzellent noch schlecht, weder heiß noch kalt, sondern gut. Vierte und vorletzte Aufgabe. Eine der folgenden Hieroglyphen darf nicht im Passiv konjugiert werden. Welche? Die Schlange auf 1, 2, die Ente, das kaputte Auge, die Zielscheibe, das Selbstbild. Jetzt ist die Zielscheibe. Die Ziel. Erstaunlich. Du hast dich nicht durch die substantivische und adjektivische Dualität des Subjektes beirren lassen. Wie? Du redest mit Dan Murray. Entspann dich. Fünfte und letzte Aufgabe. Welche Hieroglyphe leitet den untergeordneten substantivischen Nebensatz ein? Das kaputte Auge, also die Ente war das erste. Die Ente, Blödsinn. Das ist... Haha! Die Ente. Also das erste wäre die Ente. Ah. Das zweite ist Weibsbild. Das wäre das Notausgang, das ist eindeutig das Weibsbild. Also, ihr müsst euch das da anschauen. Also auf 1 wäre jetzt die Ente, falsch, wäre Schwachsinn. Das Weibsbild, richtig. Da wird das Notausgangsschild normal auf Position 3. Das ist Position 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja. Nur halt, dass er das halt irgendwie verdreht hat. Der ganze Trick an dem Ganzen ist halt, er listet euch das so, die Hieroglyphen falsch auf. Ja.
Und jetzt müsst ihr nur schauen, ja, welches Hieroglyph wirklich richtig liegt. Und das ist in dem Sinne das Weibsbild im Profil mit Hörnern. Das Weibs. Prüfung bestanden. Wie hast du das gemacht? Ich habe eben aufgepasst, erklärte Dan. Die Antwort war in allen Fällen die Hieroglyphe, deren Position sowohl auf den Täfelchen als auch in den äußerst beeindruckenden Sätzen, die ich zur Auswahl hatte, übereinstimmte. Welche Sätze? Vergiss es. Mein Leben ist viel komplizierter, als du es dir vorstellen kannst. Und jetzt, her mit dem Buch vom Sensemann. Ja klar doch. Hier, nimm. Ich kann diese Viecher nicht ausstehen. Hast du mir nichts Schlimmeres zu geben? Das ist der Schlüssel zum Zimmer mit dem Buch der Toten. Na gut, ich werde mich zusammenreißen. Es befindet sich in... In? In... In? In... Nein, ich kann sie nicht so fallen lassen. Ich liebe sie. Habe ich dir schon gesagt, dass du ein Schwarzseher bist? Gib das wieder her. Darauf kannst du lange warten. Wo ist das Buch? Das werde ich dir niemals verraten. Nie. Ich kann dir nicht helfen, sie zu vernichten. Mein Herz, meine Freude. Wie viele Jahrtausende liebe ich sie schon. Weder 7, noch 8, noch 12, noch 1, noch 13, noch... Viel Spaß noch. Oh, weh. Ist das alles kitschig hier? Kaum zum Aushalten. Aber am schlimmsten ist, dass dieses hirnverbrannte Orakel mich mittendrin allein gelassen hat. Keine Ahnung, wo das Buch der Toten ist, aber mein halbes Gehalt, dass ich es mit diesem Viech finden kann. Eines steht einmal fest. Das ist mit heutigen Tag schon fest. Mit seinem halben Gehalt wird er wahrscheinlich Ruin anmelden müssen oder Konkurs. Und ich sage euch eines, ich spiele morgen weiter. Und da wette ich mein halbes Gehalt, dass ich morgen weiterspiele. Okay, tschüss, bitte, mit morgen.